In den letzten Jahren habe ich fast alle Mechaniken von Siedler 4 unter die Lupe genommen, aber von ein paar Dingen habe ich immer Abstand gehalten, und zwar von allem, was teilgenaue Präzision erfordert. Siedler ist dafür schlicht ungeeignet, aber gelegentlich helfen Fortschritte auf der technischen Ebene. In diesem Fall erwies sich das Warrior's Lip Plugin als unschätzbar wertvoll, da die üblichen Skriptbewegungsbefehle zu unzuverlässig sind. Nun können wir herausfinden, wie schnell die verschiedenen Einheiten im Spiel eigentlich sind. Zu diesem Zweck veranstalten wir einen 100-Meter-Sprint mit allen steuerbaren Einheiten im Spiel, mit der Annahme, dass jedes Feld 1 Meter abdeckt. Alle Teilnehmer haben sich gewissenhaft vorbereitet, es wird also spannend. Sehr schnell wird deutlich, dass die beiden Schwertkämpfer langsam aber sicher einen Vorsprung vor der restlichen Gruppe aufbauen. Der Esel des Gründungskarren wurde vom Startschuss erschreckt, aber danach wird erkennbar, dass er in Sachen Geschwindigkeit durchaus mit den anderen mithalten kann. Es gibt hier offensichtlich zwei Arten von Einheiten. Schwertkämpfer und alles andere. Nach 50 Sekunden erreichen die beiden Schwertkämpfer das Ziel, die anderen Einheiten folgen ca. 13 Sekunden später. Schwertkämpfer erreichen damit das übliche Marschtempo der deutschen Bundeswehr mit leichtem Gepäck von 7,2 Stundenkilometern, aber auch die anderen sind immerhin trotz Gepäck schneller als das durchschnittliche Gehtempo eines Menschen. Der aktuelle Weltrekordhalter im 100-Meter-Sprint ist übrigens Usain Bolt. Könnte er diese Geschwindigkeit halten, könnte er über 37 km pro Stunde zu Fuß zurücklegen. Und wie es aussieht, hat zwischen dem Gärtner und dem dunklen Gärtner ein Streit über die Landschaftsgestaltung begonnen. Dem Pionier ist das alles zu blöd, weshalb er angefangen hat, die Ziellinie für das Römische Reich zu erobern. Hoffentlich wird das kein internationaler Zwischenfall, ich weiß ja jetzt schon nicht, wie wir die alle auf Siegerpodest quetschen sollen. Aber wir sind noch nicht fertig, denn auch die Seefahrer wollen sich beweisen. Die drei Schiffstypen im Spiel werden auf Kommando 100 Meter zurücklegen. Zu meiner Überraschung reagiert nicht nur das eigentlich nicht direkt steuerbare Handelsschiff auf genau den Skriptbefehl, den der Gründungskarren vorhin ignoriert hat, die Fähre und das Kriegsschiff schenken sich keinen einzigen Meter, während das Handelsschiff langsam zurückfällt. Die ersten erweisen sich am Ende sogar etwas schneller als die Schwertkämpfer vorhin, aber auch das Handelsschiff ist zumindest schneller als die übrigen Einheiten. Und das klärt auch schon all... Warte, das sollte nicht passieren? Helikopter, Helikopter! Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das regelkonform ist. Aber wie es aussieht, ist tatsächlich der Manakopter mit weitem Abstand die schnellste Einheit im Spiel. Wenn wir die ca. 2-sekündigen Start- und Landeanimationen rausrechnen, kommen wir auf eine Geschwindigkeit von 24 Stundenkilometern, dreimal schneller als die beiden schnellsten Schiffe im Spiel. Das ist zwar kein Vergleich zum über 12-mal schnelleren Black Hawk-Truppentransporthelikopter der US-Armee, aber ein Siedler absolut ungeschlagen.